So, ihr Lieben, und da bin ich auch schon. Herzlich willkommen zum Saisonendspurt in unserer zweiten Saison beim Angerts BK. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück. Wir haben wie folgt gespielt. Wir sind bei den letzten sechs Spielen der Saison, wie versprochen. Wir gucken als erstes auf den Terminplan. Ja. Also, es war sehr erfolgreich. Mal wie immer, ne, nachdem wir aufgenommen haben, beziehungsweise nachdem wir aufgehört haben aufzunehmen, nach den perfekten sechs Spielen war es plötzlich so, dass ich das nächste Spiel natürlich unentschieden gespielt habe gegen Gautjot. Wie sollte es anders sein? Aber danach wieder eine Siegesserie starten konnte. Das ist auf jeden Fall sehr positiv gewesen. Das heißt, wir haben im Wesentlichen eigentlich bisher der Saison einmal unentschieden, einmal verloren. Dementsprechend sollten wir jetzt nicht ganz weit hinten stehen und so ist das auch. Wir haben 55 Punkte, wir sind aktuell souverän Erster, wir sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Allerdings haben wir noch einen Punkt zu sammeln gegen Tort und wir spielen jetzt gegen Tort und es geht um nicht weniger als die Meisterschaft, die wir natürlich auf jeden Fall uns hier anschauen wollen. Und dafür wird es jetzt wichtig sein, die letzten sechs Spiele nochmal ordentlich zu Ende zu bringen und vor allen Dingen auch, sage ich mal, die Saison vernünftig enden zu lassen. Dementsprechend gucken wir mal rein ins Spiel gegen Tort. Mittlerweile sind die Neuzugänge übrigens da seit dem 20.07. Durchgesetzt hat sich jetzt in dem Sinne keiner so wirklich. Das liegt auch, jetzt liegt nicht an der Qualität jetzt unbedingt. Also zum Beispiel Oliver Lückmann ist so einer, der jetzt hier auch schlecht trainiert hat. Der 19 Jahre jung, 1,90 groß, einer vorne für einen Kopfball, also ähnlich wie Harris, nur weniger beweglich leider. Ich habe nochmal Stürmer gesucht in der Kategorie von Harris Heremic, aber muss man auch ehrlicherweise sagen, schwierig. Ist halt auch in der Größe dann manchmal nicht so ganz leicht. Bin selber 1,96. Ich weiß also, wovon ich spreche. Ich weiß, dass in der Größe meistens jetzt nicht die flexibelsten Menschen unterwegs sind. Das ist einfach so. Ja, möchte ich jetzt eine Ausrede finden für meinesgleichen? Ich finde, wir könnten jetzt mal sagen, die Nervenbahnen sind länger, deswegen. Deswegen ganz klar. Völlig verständlicherweise geht's halt nicht so schnell. So, auf der Bank hat sich mal ordentlich was getan. Jetzt ist Jesso gesperrt für das Spiel. Wir haben jetzt den Neuzugang Wigren auf der Bank. Wir haben den Neuzugang Larsen auf der Bank, Lückman auf der Bank, alles Neuzugänge, Olsen Neuzugang auf der Bank, Örberg, Barezzi und Norbi. Wir haben also im Wesentlichen, sage ich mal, die Breite des Kaders verstärkt, haben vor allen Dingen auch defensiv uns eine viel, viel größere Variabilität eingekauft, sage ich jetzt mal, wobei wir im Wesentlichen ja nichts gekauft haben. Wir haben es ja, die sagen ja alle zum Nulltarif. Also haben wir die Breite, um jetzt auch, sage ich mal, durchzuwechseln ohne großen Qualitätsverlust. Das war ja ein ganz großer Wunsch von mir, der Kader vorher ein bisschen schmalbrüstig, jetzt also deutlich souveräner. Wir spielen gegen Tort. Das ist das Topspiel überhaupt. Erster gegen Zweiter. Es entscheidet sich heute. Ein Punkt würde reichen für den Meistertitel. Die Frage ist, können wir die perfekte Saison krönen oder tun wir uns gegen den Zweiten hier schwer? Man weiß es noch nicht. Wir sammeln mal Eindrücke. Die Zuschauer sind in rohen Massen gekommen, wie wir sehen können. Da sind bestimmt 20 Leute da. Dementsprechend ist der Andrang groß. So, erste Gelegenheit, wahrscheinlich für Tort. Der Ball rausgeköpft nach der Ecke. Ahmed schön dazwischen. Einer gegen alle. Wartet aber, clever gemacht. Holmen, Ahmed. Eigentlich bis hierhin dachte ich jetzt gerade, könnte es doch noch eine Chance für uns geben. Jetzt aber wird klar, nein, ist es nicht abseits. Glück gehabt. Goma, direkt die darauf folgende Aktion. Holmen. Ball auf Heremic, kommt nicht an. Zweiter Ball. Abdi, schön durchgesetzt. Ahmed, schöner Ball auf Heremic. Aber abseits. Zweimal abseits. Auf der einen Seite Pfosten. Hier der Treffer, aber auch abseits. Und zwar deutlich, muss man sagen. Sehr deutlich.
Keine Frage. Gautier führt, ist aber irrelevant für uns. David Bjornsson verletzt sich. Ist natürlich jetzt schon wieder Schmu. Hat er mögliche Leistenverletzung? Was hat man denn so in der Leiste? Gerade überlegt, was wohl sein könnte. Wieso empfiehlt er mir die ganze Zeit Örberg? Örberg überhaupt nicht geeignet für die Position, ist auch geil, ne? Wir bringen entweder Ludwig Larsson oder Baresi. Baresi, muss ich sagen, hat noch gar nicht gespielt. Den fand ich aber irgendwie ganz gut, ne? Irgendwann kurz nochmal gucken. Abschluss ist jetzt nicht so der Knaller, also sonderlich schnell ist er auch nicht. Warum fand ich den nochmal so toll? Schnelligkeit wird hier angegeben. Schnelligkeit, Schnelligkeit. Okay. Also an sich doch. Ja, schnell. Was sagt der Ludwig? Was kann der alles so? Der hat auch Schnelligkeit. Physische Werte. Ja. Ah, ich glaube, ich bin Baresi. Baresi. Aber Italiener ist er nicht, ne? Nochmal ganz kurz geguckt. Ne, er ist Schwede, alles klar. Soll ja durchaus auch Schweden mit italienischen Wurzeln geben. So. Baresi ist drin. Ist natürlich in einem Topspiel immer blöd, wenn man seinen Spielmacher vorne auf der Zehner-Position verliert. Vor allen Dingen 1 gegen 2 Duell, das sehen wir nicht so gerne. Übrigens, Tord auch besser, ne? Von den Chancen her führt uns hier in der Halbzeit eigentlich, was den Einsatz angeht, vor. Haben sich ein bisschen was vorgenommen für die oder das Spiel gegen uns. So, wir versuchen nochmal alle zu pushen. Und aus der Halbzeit raus, Abdi. Kina Ali. Schussversuch, Abdi. War es das schon? Abseits von Heremic. Kinali! Ja. Da ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass die Spieler verstanden haben in der Halbzeit, es geht um was. Wir haben keine Ansprache gehalten vorher. Teamansprache mache ich generell nie. Ich finde Teamansprachen eher störend. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, das kann vielleicht einer von euch sagen, dass jetzt eine Teamansprache diesen Rieseneffekt hätte vor Spielen, eher im negativen Sinne. Mag natürlich mittlerweile auch gefixt sein, aber in den Teilen davor war es oft so, dass wenn du eine Teamansprache gehalten hast, die Spieler danach eher demotiviert waren als motiviert. Da die richtigen Worte zu finden, ist echt schwer, wenn es gerade in so Drucksituationen geht. Deswegen manchmal ist besser gar nichts zu sagen. Nein! Ey, das war doch kein Abseits, oder? Zu früh gefreut. Oh nee, Alter. Der Zong. Jetzt muss aber mal, das ist der zweite Abseitstreffer. Jetzt reicht's aber mal. Barissi! Schade. Erste Gelegenheit für unseren Debütanten. Und da wird in der Abwehr nicht aufgepasst. Und dann macht er beinahe das Traumtor des Jahres. Lupft ihn auf die Latte. Glück gehabt. Wahnsinn. Dicke Chance. Holmen auch schon wieder die gelbe Karte gesehen. Elon, oben wäre er, aber zu lange gebraucht. Abzuspielen, deutlich abseits. Das durchlaufen zu lassen, ist schon eine Frechheit. Aber die sind ja angehalten dazu, ne? Die Schiedsrichter. Ob man das verstehen muss, ist die andere Sache. Oh, Josef ist angeschlagen. Das sehen wir nicht so gerne. Baresi wollte ich gerade schon wieder runternehmen. Ja, Örberg. Sollte ich mal hier kurz Pause machen? Spielt irgendwie keiner so sonderlich gut, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Mal hier Larsson. Vorne Heremic ist auch schwach. Ich bring mal Lückman. So frei nach dem Motto, die Debütanten kennt der Gegner noch nicht, können vielleicht was Überraschendes.
aus dem Hut zaubern. Albano Neves beim Freistoß, der wird doch nicht. Der wird doch nicht. Glück gehabt. Doch, zweimal Glück gehabt. Erstmal fordern wir noch mehr. Und dann wechseln wir noch mal. Karadütz raus, Oskar Olsen rein. Haben wir schon zu oft gewechselt, alles klar, okay. Ich habe vergessen, dass wir einmal verletzungsbedingt wechseln mussten. Hätte ich jetzt noch Holmen rausgenommen. Nochmal die Gelegenheit für Torz, aber es sieht fast so aus, als wenn wir den benötigten Punkt holen, aber auch nicht mehr. Aber noch ist nicht vorbei. Larsson, Kinali, langer Ball auf Lückman, kommt nicht an. Ja, jetzt ist. Ja, die müssen mir jetzt natürlich in der 96. noch den Ball da reinkloppen. Machen sie nicht, Gott sei Dank. Boah. Die letzte Minute läuft und wir bleiben drauf. Fragezeichen. Ja, natürlich Zeit, Motor. Larsson mit dem Kopf. Larsson auf Filon. Filon zu weit vorgelegt. Das wäre es natürlich gewesen. Goma. Langer Schlag. Wieder Hillon. Wird gelegt. Kein Foul. Olsen. Nochmal der Versuch des Chips über die Abwehr. Finali. Larsson. Und Spiel ist aus. Und wir werden Meister. Der benötigte Punkt. Es war jetzt keine Traumvorstellung. Aber wir holen unseren ersten Titel mit dem Angert BK. Platz 1 ist uns nicht mehr zu nehmen. Und wir zelebrieren das. Der erste Meilenstein unserer noch sehr jungen Karriere ist erreicht. Wir haben den ersten Aufstieg geschafft mit Angert BK. Ich finde auch genial, wie hier der Glitter aus dem Himmel fällt. Selbst der liebe Gott hat ein Auge auf den Angert BK und beschenkt uns mit einer Konfettikanone. So muss das sein. So, wir gewinnen das Spiel und sind Meister geworden. Das kann man auf jeden Fall schon mal sehr positiv sehen. Wir wollen aber natürlich die Saison jetzt auch noch vernünftig zu Ende bringen. Spielen gleich gegen die Yüksels. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie stark die Verletzung ist. Die ist sehr, sehr krass, die Verletzung sogar. 5 Wochen bis 2 Monate, einige mit ihrem Debüt. Und da ist übrigens auch schon das Budget für die kommende Saison 2.600, also 2.600. Und wir zum Meister gekürt. Und ja, das ist auf jeden Fall nice, weil wir haben aktuelle Ausgaben von 595 und haben jetzt ein Budget von 2.600. Bis gleich. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. So, und da sind wir wieder zurück, ihr Lieben. Wir spielen gegen Yüksulz und es gibt eine entscheidende, spannende Information. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon verraten soll. Ich glaube, ich mache es nach dem Spiel. Wir haben uns wo beworben, liebe Leute? Ja, beworben? Fragezeichen? Ja, beworben. Weil gerade mal ein Verein frei war. Wir haben wahrscheinlich gar keine Chance, das zu bekommen, aber wir gucken gleich drauf. Also, jetzt erstmal starten wir. Larsson in der Startformation. Jesu. Kommt zurück, das ist wichtig. Örberg für den gelb gesperrten Holmen. Also, wir haben 3 Änderungen in der Startformation. Genau, Hilon rutscht wieder auf das offensive zentrale Mittelfeld. Das ist halt so. Wir haben jetzt mal Ludwig Larsson oben gebracht. Warum? Oben links, weil im Wesentlichen Baresi kam rein, hat eine 6-0 gespielt. Da muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Diese ganze Geschichte. Deswegen haben wir jetzt einfach mal, probieren wir jetzt mal Larsson hier aus auf der offensiv linken Position. Übrigens als offensiv linker, die 9 als Rückennummer auch sehr interessant. Ich achte da eigentlich nie so drauf. Lasse mal zufällig zuweisen, aber vielleicht sollten wir das mal machen. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Es sieht einfach nicht schick aus. Und los geht's!
Ihr Lieben, und das zweite Spiel. Ja, es hat jetzt keinen Wert mehr in dem Sinne, dass es die Tabellensituation verändern würde. Aber natürlich müssen wir die Saison auch vernünftig zu Ende bringen. Und wollen das auch tun. Und es ist auf jeden Fall auch sehr spannend, weil unser Vertrag definitiv ausläuft. Heribitsch! Unser Vertrag läuft definitiv aus und wir sind ja noch in der Überlegung, geht es weiter bei Angert BK oder nicht? Bin mir noch nicht ganz sicher. Wir sind ja jetzt in der Saisonvorschau auch mit dem jetzigen Kader in der jetzigen Liga auf Platz 9. Bam! Ahmed. Und Platz 9 ist kein guter Platz, wenn man ehrlich ist. Das wird dementsprechend in der nächsthöheren Liga jetzt nicht sehr viel weiter oben sein. Dann eher sehr große Außenseiterchancen, die wir dann nur haben, drin zu bleiben, auch wenn wir in dieser Saison alles komplett auseinandergeschossen haben. Ist ja auch die Frage, Heremic als auch, bleibt er, ersetzen wir ihn? Finden wir nochmal so einen Knipser vorne? Das sind immer die Fragen, die sich die Aufsteiger dann so stellen müssen. Und das ist bei uns dann auch nicht anders. Elon? Von der Wettbewerbsreputation steigen wir in Liga 96 auf, in der Gesamtrangliste. Und wir haben uns auf ein Team beworben, das aus einer Liga kommt, das auf Rang 86 liegt. Jetzt darf jeder für sich mal raten, welche Liga ist das wohl? Welches Team ist das wohl? Bin gerade gespannt, welche Ideen euch so durch den Kopf schießen, wer das denn wohl sein könnte. Also ich finde das Team mega cool. Ich glaube halt, dass wir keine Chance haben, aber es wäre auf jeden Fall witzig, wenn wir so einen Sprung machen könnten. Das ist ein Verein mit Historie, man kennt ihn auf jeden Fall. Aber die Liga, ja, auf Platz 86, also dementsprechend jetzt keine Knallerliga. Aber ihr werdet es vielleicht für euch schon so ein bisschen gerade eruieren. Was könnte das sein? Welche Liga ist so weit unten und man kennt den Verein trotzdem? Bin gespannt, wer die richtige Idee hat. Ahmed, Rörberg, Larsson, Jesu, schön gespielt. Wichtig auch, dass Jesu wieder da ist. Jesu ein ganz, ganz wichtiger Mann. Wir haben auch jetzt hier in dem Spiel gesehen, hat er, ich glaube, mindestens eins vorbereitet. Ich glaube sogar zwei, ne? Einmal die Flanke auf Heremic, einmal die auf Ahmed. Kann beide, meine ich, von Jesu. Also der ist nicht zu unterschätzen und ganz wichtiger Baustein für uns. Deswegen bin ich froh, ihn wieder zu haben. Er spielt nicht umsonst eine 7-5. So, und wir gehen mit 13 in die Halbzeit. Yüksel wenig Gegenwert. Die sind natürlich auch letzter aktuell. Wir kommen gerade mit dem Meistertitel im Rücken hier ganz souverän zu Hause auch noch gegen den letzten gut in die Partie. Das ist dann natürlich dreifach schwer. Und das spiegelt sich so dann auch im Ergebnis wieder, nämlich dreifach. So, wen bringen wir denn mal? Sind alle perfekt? Ja, dann ist doch die Frage, was machen Sachen? Ludwig Larsson übrigens auch eine gute Partie, ne? Also war ganz gut, dass wir den gebracht haben. Auf jeden Fall besser als Baresi. So, jetzt mal gucken, im Mittelfeld tut sich jetzt gerade so ein bisschen was auf. Das ist jetzt nicht mehr so prickelnd. Naja, wir könnten mal. Boah, das ist ganz schwer zu sagen gerade. Wen man jetzt hier so am besten. Hilon. Ja.
Ja, es ist halt. Bring noch mal Lügman und dann bringen wir noch mal Oscar Olsson, den haben wir noch gar nicht gebracht, den bringen wir für Karadütz. Und dann könnten wir Süleyman bringen für Ahmeds und wir könnten Wigren bringen für Abdi, der eigentlich fast nie eine Pause bekommt. Geben wir ihm die jetzt mal. Radütz ist ja sowieso einer, der immer so ein bisschen mit der Fitness Probleme hat über volle Dauer. Und jetzt hätten wir noch Baresi. Bringen wir nochmal ein paar Minuten. Feierlich für Mota, der hat aber alles im Griff, wie immer. Gute Verpflichtung für uns auf der Torwartposition, wenn wir mal zurückdenken zu Pančić. Ihr erinnert euch vielleicht noch aus den ersten Teilen. Einer, der boah, immer mal wieder einen Bock drin hatte, ne? Wo man dann auch gesagt hat, schwierig, das wird nicht die Nummer 1 bleiben, habe ich dann auch irgendwann relativ deutlich so gesagt. Wir haben uns dann drei Torhüter gesucht und sind fündig geworden. Der beste Mota ist geblieben und spielt Nobby. Ist der Ersatztorwart, also da kann man schon mal sehen, dass es manchmal eben auch wichtig ist, diese Lücken zu schließen und das Ergebnis in der Liga gibt uns recht. So, wo haben wir uns beworben? Wer hat es erraten? Die Liga ist Irland und der Verein sind die Shamrock Rovers. Ich fand es ganz interessant, weil die SSE Airtricity League ist auf Platz, ich glaube, 82 sogar. Wir würden in 96, also auf Rang 96 einsteigen, wenn wir jetzt bleiben würden. Das heißt, also wir würden schon auch einen großen Schritt machen. Aktuell sind wir in der Division 2 auf Rang 139, ne? Also würden gut 40 Plätze gut machen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir eh 40 Plätze gut machen, dann können wir auch noch 10 mehr machen und die Shamrock Rovers mal interviewen lassen, gucken, ob die Bock haben auf uns. Aktuell keine Rückmeldung. Ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich realistisch ist, aber ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. So, wir sehen uns gleich zum letzten Spiel dieses Teils und dann geben wir so einen kleinen Ausblick auf den letzten Teil und die letzten drei Spiele dieser Saison, ihr Lieben. Bis dahin, ciao, ciao. Und willkommen zum letzten Spiel dieses Teils. Wir haben zufällig zwei Leute gerade mal hier zum Probetraining. Ja, man muss natürlich auch, wenn man sich die Gedanken spielen lässt und sagt, in der nächsten Saison möchte man woanders sein, man darf es nie unterschätzen. Am Ende möchte man doch bleiben. Und ich gucke natürlich immer oder halte immer die Augen auf nach sehr guten Talenten. Melker Dahlqvist ist so einer, das wäre auf jeden Fall einer, der mit Sicherheit auch in der nächsthöheren Liga mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Baustein unseres Teams wäre. Das sind halt alles so Sachen, wichtige Punkte, auf die man achten sollte. Gerade im Offensivbereich haben wir ja noch Nachholbedarf. Umso besser, dass der eben offensiv jede Position spielen kann. Für links habe ich, ne, für rechts habe ich auch schon einen. Also es ist sehr, sehr spannend aktuell. Und ich bin noch so im Hin und Her überlegen. Aber grundsätzlich haben wir einmal gewechselt auf einer Position, nämlich Holmen ist wieder drin. Und er setzt Örberg auf der balleroberenden Position, dementsprechend nur ein Wechsel. Ludwig Larsson hat seine Sache sehr gut gemacht im letzten Spiel, darf draufbleiben. Und wie wir jetzt hier sehen, hier sehen wir jetzt gerade mal nicht, hier sehen wir nur die Änderungen in der Startelf vom Gegner. Wo sind denn unsere Änderungen eigentlich nochmal? Denn hier sehe ich die gar nicht. Auf jeden Fall eine Änderung bei uns, zwei beim Gegner. Wie gesagt. Larsson bleibt und Holmen darf nach seiner abgesessenen Gelbsperre wieder zurück in die Mannschaft. Auch der Gegner kommt in einer guten Form. Wir haben es gesehen aus den letzten 5 Spielen, 3 Siege, 2 Unentschieden. Also jetzt zu sagen, dass die keinen Lauf oder dass die mit wenig Selbstvertrauen kommen, das wäre untertrieben. Die müssten eigentlich welches gesammelt haben, also auch wissen, was sie können. Und hier kommt die erste Gelegenheit der Lidköpings per Fernschuss. Also dieser Dahlqvist, wenn wir den kriegen, dann überlege ich mir das nochmal mit einem Ja bei Angert BK, weil ganz ehrlich,
Das ist ein Jutta. Das ist ein Jutta, wa? Und einen anderen habe ich auch schon verpflichtet. Also, so schlechte Leute kriege ich ehrlich gesagt nicht. Das sind alles Leute, die ein bisschen was können. Und wir haben ja auch ja, fast 2000 mehr Budget, ne? Das ist schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Lass mal schauen. Olmen. Ametz. Goma. Olmen. Er macht super auf Hillon. Der wird gelegt. Oder gezogen, je nachdem. Und Hillon tritt an. Zum Elfmeter. Hillon sicher in dieser Saison. Einen hat er nur verschossen. Und auch hier lässt er dem Schlussmann keine Chance zur Abwehr. 1 zu 0. Michael Hillon. Jetzt Abdi. Da hat er nicht rasiert wie sein Bruder Gillette Abdi. Das war nur ein Schuss aus der. Kennt den noch jemand? Ah, bestimmt. So, Kinali. Der versucht es aus der Distanz. Nicht schlecht. Ja, noch haben wir gut lachen, ne? Uns geht's gut. Die Saison ist eigentlich fast durchgängig positiv gelaufen. Selbst wenn wir jetzt irgendwie mal einen reinbekommen sollten oder mal nicht gewinnen oder so, da wird die Welt jetzt auch nicht mehr von untergehen. Wir sind sicher Meister. Und in dem nächsten Teil kann ich schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Werden wir uns. Oh! Petrinic! Werden wir uns natürlich versuchen, ja, umzuschauen auf dem Arbeitsmarkt. Wir sind hier azyklisch von der Liga her. Deswegen gibt es momentan nicht so gute Angebote. Und das Spiel rechnet eure Reputation noch nicht mit ein, dass ihr quasi in einer nächsthöheren Liga spielt. Der Meistertitel mag sicher sein. Den haben wir auch theoretisch, wenn man jetzt in die Erfolge reinguckt, kann man das schon sehen, dass wir den haben. Aber das Spiel. Oder beziehungsweise die Reputation, die haben wir noch nicht. Die steigt immer erst nach der Saison oder sinkt oder wie auch immer. Boah, Herr Remitsch. Das heißt also, wir kriegen jetzt auch nur Spieler vorgeschlagen, die zu unserem aktuellen Status passen und zu unserer aktuellen Reputation. Und auch die Spieler kommen wegen unseres aktuellen Status und nicht wegen dem, was wir quasi in der nächsten Saison spielen. Und das ist halt auch nochmal entscheidend zu wissen, weil das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wo man dann ja das im Kopf haben muss, weil es dann eben auch für die kommende Saison eine Rolle spielt, weil wir jetzt dann natürlich jetzt nicht das sehen, was dann tatsächlich Phase ist. So, Baresi, Ludwig Larsson mit einer schlechten Partie. Dann spielt Kinali, naja, da bringen wir mal Örberg. Ah ne, das war der falsche. Ja, das war Holmen spielt nicht so gut. Örberg. Ja. Erstmal von den Noten her die beiden schlechtesten raus. Alle ungefähr ein Fitnessniveau, deswegen. Gibt es da jetzt nicht wirklich viel Handlungsbedarf? Jetzt sehen wir hier schon, dass sich das ein bisschen geändert hat. Josef könnten wir mal bringen und für Karadütz kommt Oskar Olsen. Und jetzt hätten wir noch Lückman, der auch noch nicht gezündet hat. Schwierig, ne? Damit es auch noch nie von Anfang an spielen lassen. Die anderen. Dauert natürlich auch in so eine erfolgreiche Mannschaft sich zu integrieren. Das ist immer schwierig. Man sieht es zuhauf auch in der Realität.
Während Amets hier den Deckel drauf macht. Von Örberg in Szene gesetzt. Also zumindest der Wechsel war sehr sinnvoll. Und wir bringen nochmal für Ngoma. Ngoma lasse ich drauf. Ich bringe für Abdi, bringe ich Wigren. Ja, also genau, deswegen, das ist gar nicht so leicht, ne, diese Integration. Es dauert natürlich auch einen Moment, bis man das Spielsystem drin hat und so weiter. Bei uns in der letzten Saison, naja, da haben die Spieler das auch schon irgendwie verstanden. Aber dazwischen waren dann ja nochmal, das darf man auch nicht vergessen, während wir den Anschlusstreffer kassieren. Da waren dann ja auch nochmal 10 Vorbereitungsspiele oder sowas, ne, wo die Mannschaft zusammengewachsen ist, wo sich die Beziehungen der Spieler ausgebildet hat und so weiter. Die hatten also eine gesamte Saisonvorbereitung zusammen. Und dann kommt man so in so ein Team, das halt sich in den Abläufen kennt. Und das ist eigentlich hier ganz realistisch auch dargestellt, dass das eben nicht so leicht läuft, ne? Dass man jetzt nicht den Spieler verpflichtet und es läuft sofort. Da gibt es natürlich auch immer wieder Leute oder Spieler, die das können, gar keine Frage. Aber es ist halt nicht der Gros der Spieler, die man in so eine Kategorie einsortieren muss. Ne? Es gibt halt Spieler, die verpflichtest du, die sind immer erfolgreich. Ja. So, ganz kurz geguckt. Wir haben uns beworben bei den Shamrock Rovers. Wir haben noch keine Nachricht bekommen, aber wir competen gegen jemanden wie Dave Rogers, der eine Pro-Lizenz hat. Ne? Also mal so zum Vergleich. Wenn ich jetzt unser mickriges Profil aufmachen würde, dann ist das natürlich bei weitem noch nicht da, wo wir jetzt sind. Ne? Also der ist viel weiter. Ist aktuell Finn Harps Trainer, das heißt, die müssten eine Entschädigung zahlen, für uns halt nicht. Das ist der einzige Vorteil. Wir sind aber auch noch nicht aufgefordert worden zum Interview. Das schauen wir uns an. Ansonsten könnten wir natürlich hier auch PostNord liegen in Norwegen probieren. Das wäre nochmal höher, 67 haben wir gerade gesehen. Also das ist auch nicht so klar, dass man es da hinbekommt. Division 1. Naja, das ist die Liga, in der wir dann nächste Saison selber spielen. Oh, guck mal, nicht 96 habe ich, glaube ich, die ganze Zeit gesagt, sondern 95. Das heißt, also, wir machen schon einen erheblichen Sprung. Es ist halt die Frage, ob wir dann nicht warten sollten und dann doch noch eine Saison dranhängen, Fragezeichen, weil 76, da sind wir dann ungefähr in der Kategorie wie hier auch die Shamrock Rovers. Wir werden uns das anschauen. Aktuell sind halt nur diese Jobs dann auch verfügbar. Das muss man halt wissen. Oder man geht davon oder geht damit fein, dass man dann auch im ganzen Moment warten muss darauf, dass sich eben nochmal ein schönes Angebot auftut. Ich denke aber, wir klären das im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Ihr habt generell Spaß an der Serie. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Das hilft mir natürlich auch zu sehen, dass es euch wirklich Spaß macht. Herzlichen Dank dafür, fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im letzten Teil dieser zweiten Saison gleich quasi schon wieder. Bis dahin, euer Kentrigo. Ciao, ciao.